Nee, da hat er nur sein Ding hinterlassen. Sein Code. So, was haben wir hier? Hier ist er auch noch ziehend, oder? Jawohl. So, da habe ich jetzt zwei Spuren, so wie es aussieht. Ziehend. Ziehend. Ja, Körper wird er noch mal getroffen. Aber so weit wird er nicht mehr kommen. Hier haben wir zumindest wieder Blut von dem Schuss, was ihr abgegeben habt. Das ist schon mal ganz cool. Relativ eng beieinander. Also jetzt müssen wir ihn bald haben. Ich weiß es bloß nicht. Ihr habt, ah, da, jetzt rennt er schon wieder. Okay, aber. Ah, jetzt habe ich ihn aus dem Ding verloren. Wo ist vor da? Vielleicht haben wir Glück und wir sehen ihn noch irgendwo. Da vorne liegt er. Am Baum. Ich sehe ihn. Super, wir haben ihn. Jawohl. Da bin ich jetzt auf alle Fälle gespannt auf die Größe von ihm. Und auf den Score auf alle Fälle. Auf alle Fälle ist er blond. Also kann man sagen. Ja, schon. Irgendwie. Und da liegt er. Ja, mein Freund, tut mir leid, aber ich habe nicht gleich getroffen. Wasser, 22er. Cool. Trefferwert war mir klar. Alle zwei Schüsse haben gesessen. Der zweite war von 183 Meter Entfernung. Wow, da bin ich ganz, wow, das war echt eine gute Entfernung. Da bin ich ins rechte Hinterbein getroffen. Das erste war linkes Vorderbein. Aber hallo, Platten geschossen. Ha! Erhaltungszustand 100%. Okay. 288 Kilo männlich. Wow, Verletzungszeit 27 Minuten und 19,5 Sekunden. So, dann machen wir auf jeden Fall Trophy Shot. Der schaut natürlich echt schön aus. Auf Facebook könnt ihr dann das Ganze mal anschauen. Ich werde es dort posten. Und ja, das war's dann auch schon. Mission erfüllt. Beim nächsten Mal schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob ich beim Bären weitermache oder wieder zum Maultierhirsch gehe oder was anderes mache, sehen wir dann. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.